Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Soeben wurde auf der Bühne der RLCS Season 3 Weltmeisterschaft das neue und wahrscheinlich bis jetzt absolut größte Update für Rocket League angekündigt. Und dazu haben wir jetzt natürlich alle Infos hier in diesem Video. Ihr merkt das wahrscheinlich noch, ich bin echt noch gehypt. Bin von den Bildern und von dem Trailer, den ich euch auch, by the way, in der Videobeschreibung verlinkt habe, bin ich echt noch begeistert, bin so ein bisschen geflasht. Und wie gesagt, könnt ihr am Ende dazu gerne eure Meinung da lassen, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Und da würde ich sagen, legen wir jetzt gleich los, auf jeden Fall vorab das, was immer gerne am meisten gefragt wird. Wann kommt es raus? Das werde ich euch gleich am Anfang beantworten, und zwar wird es der 5. Juli sein. Das ist gleich nächsten Monat. Und das aus gutem Grund, denn Rocket League wurde vor 2 Jahren, am 7. Juli, released. Da kam das Spiel raus. Und mit diesem Update, was jetzt kommt, soll da bekanntlich das Anniversary, also das 2-jährige von Rocket League, gefeiert werden. Und deswegen kommt es halt am 5. Juli. Und womit genau das gefeiert werden soll, das haben wir jetzt. Einmal gibt es da einen mega geilen Trailer. Den habe ich euch, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Ich kann euch nur empfehlen, den anzugucken. Sehr schön gemacht. Und ja, fangen wir damit an, dass wir eine neue Arena bekommen. Ich habe es mir sehr gewünscht. Und es ist auch so, die hört auf den Namen Champions Field. Und diese Arena, die neue Arena Champions Field, ist eine massive, moderne Arena mit einer riesengroßen Rocket League-Statue, auf der das Logo des Spiels zu sehen ist. Außerdem hat sie genug Stadiumlicht, so wie es von Psyonix gesagt wird, damit man die Spiele selbst aus dem Weltraum sehen kann. Diese neue Map, die, by the way, free ist, wird in allen Competitive- und Online-Playlists verfügbar sein, außerdem natürlich auch in privaten Matches. So, kommen wir zu einer der weiteren Neuerungen. Season 4 wird beendet und Season 5 wird gestartet. Wussten wir an sich schon vorab, dass es jetzt im Sommer sein wird, weil gesagt wurde, Season 4 geht 4 Monate. Die sind jetzt dann bald rum. Und deswegen ist es jetzt keine so große Überraschung. Aber es wird auch gesagt, dass alle Infos, die es dazu gibt, zur Season 5, zum Ende von Season 4, dass die noch in geraumer Zukunft alle nochmal separat erscheinen werden, dass es dazu dann nochmal News gibt, weil es da wohl wieder ein paar Neuigkeiten geben wird. Und wenn wir näher im Zeitraum des Updates sind, wird es dann dazu, wie gesagt, nochmal Infos geben. Zum Beispiel wird es Infos dazu geben, wie die neuen Seasons verlaufen werden. Sie sollen nicht mehr so lang sein. Man will wohl mehrere Seasons in einem Jahr schaffen als bisher. Und dann wird auch noch was dazu gesagt, was die Rewards für Season 4 sind. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant, denn es wird Rewards geben für jeden Rang, den ihr in Season 4 erreicht habt. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamond, Champion und Grand Champion. Und diese Rewards dafür sind etwas völlig anderes als bisher und bringen auch gleich eine Neuerung mit. Denn mit dem Update ändert sich erstmal die Bezeichnung. Trails, damit ist nicht mehr der Boost gemeint, wird aber nach dem Update die Highspeed-Spur bezeichnet, sage ich jetzt mal. Wenn ihr euch in höchster Geschwindigkeit befindet, habt ihr hinter euren beiden letzten Rädern links und rechts diese Spur, sage ich einfach mal. Und das hört dann auf den Namen Trail. Und genau das wird auch die Belohnung für Season 4 sein. Denn dieses wird man dann erhalten in verschiedenen Farben für den jeweiligen Rang. Champion wird wahrscheinlich, denke ich, wieder lila sein. Und das wird auch allgemein in kommenden Trades, mit kommenden Updates wieder mit neuen Trails versorgt, mit neuen Farben. Und ist auf jeden Fall eine interessante Neuerung. Außerdem wird man natürlich auch, wenn man Grand Champion erreicht hat, wieder den Grand Champion Season 4 Titel bekommen. Also wieder einen neuen Ingame Tag. So, wo ich gerade schon dabei war, dass die Trails, die die Belohnung für Season 4 sind, jetzt auch zu individualisieren sind, kommen wir gleich dazu, dass es im kommenden Update eine neue Crate geben wird. Und diese Crate hört auf den Namen Overdrive Crate. Denn in dieser Crate können wir auch diese Trails ziehen. Und diese neue Overdrive Crate wird gleich fett angekündigt mit neuen Wheels, Decals, Black Market Items und 2 neuen Battle Cars, dem Animus GP und dem Centio V17. Overdrive Crates werden dann, wie bis jetzt alle Crates, nach Spielen als limitierter Drop erhältlich sein. Und ich denke auch, dass wir auf den Bildern von den beiden Battle Cars schon mal gut sehen können, welche Wheels dann letztendlich in diesen Crates erhältlich sind. Denn die Wheels, die auf den Bildern sind, kennen wir bis jetzt so aus dem Spiel noch nicht.
Also können wir gut davon ausgehen, dass es dann Wheels aus der Overdrive Crate sind. Außerdem wird zum kommenden Update noch viel, viel mehr zugehören, als wir bis jetzt hier erzählt haben. Denn es kommt zum Beispiel ein Engine-Audiosystem, neue Soundtracks, bis zu 18 neue Songs, neue Achievements und Trophäen, Goal Explosions in verschiedenen Farben mit verschiedenen Effekten und vielem, vielem mehr. Auf jeden Fall hört sich das Ganze sehr interessant an, wie ich finde. Bin auch sehr gespannt auf das Update, auf alles, was da noch an Infos auf uns zukommt und werde euch dann natürlich, sofern ich das kann, auf dem Laufenden halten. Sobald da irgendwelche neuen Infos raus sind, werde ich dazu natürlich wieder ein Video aufnehmen. Hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Lasst, wie gesagt, wirklich gerne eure Meinung zu diesem Update da. Ich bin bis jetzt erstmal wirklich sehr begeistert. Und damit verabschiede ich mich, kann euch nochmal den Trailer empfehlen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal natürlich und ciao.